Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus Dresden-Riesa, aus der Strecke Dresden-Riesa in unserer Baureihe 187 hier von LTE. Wir fahren heute einen Güterzug, Autotransportwagen haben wir da hinten dran. Ja, es gewittert ordentlich, die Gewittermod, ich habe sie euch schon mal vorgestellt, nur ich wollte es unbedingt nochmal auf Dresden-Riesa machen. Ja, das Repaint gibt es in der Videobeschreibung, also den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung, ist im Rails im Forum erhältlich und im Creators Club. Ich würde sagen, wir steigen mal ein und machen mal die Kiste soweit abfahrbereit. Dazu stehen wir jetzt einmal auf, gucken, dass die Bremsen angezogen sind. Ja, das sind sie, glaube ich. Okay, so, dann gehen wir einmal hier hin und aktivieren den Führerstand. Gehen dann einmal nach hinten und SIFA an, PZB, LZB, können wir hier auch auslassen, ist auch egal. Okay, Batterie ist an, Federspeicherbremse ist gelöst, hervorragend. Dann gehen wir mit den Signallichtern noch auf Automatikstellung. Was ist das? Motorraumbeleuchtung? Nee, brauchen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir stehen noch mal kurz auf, weil sonst komme ich nicht an den Fahrtrichtungswender ran. So, Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung, das hat schon mal gut geklappt. Dann würde ich sagen, aktivieren wir schon mal die Lichter. Einmal hier Spitzensignale auf die 2, weiß, Enter. Das müsste gepasst haben. Untere Zugart ist vermutlich angemessen für unsere Fahrt. Stromabnehmer. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den vorderen Stromabnehmer, würde ich mal behaupten. Von daher einmal Hauptschalter raus, Stromabnehmer runter. Und dann wählen wir einmal den Stromabnehmer 1 an dieser Stelle, bestätigen. Und hoch. Ne, dann ist es doch Stromabnehmer 2. Also wieder runter. Ah, hat nicht geklappt. Stromabnehmer runter. Sehr gut. Und dann nehmen wir stattdessen Stromabnehmer 2. Bestätigen. Und hoch. Jawohl, jetzt ist der vordere Stromabnehmer oben. Dann werden die Autos auch nicht beschädigt. Dann gehen wir zurück. Dann würde ich sagen, Ausfahrt steht. Spitzensignale sind an. Führerstandsbeleuchtung können wir auf ausstellen. Und vielleicht noch die Pultbeleuchtung gucken wir gleich mal. Scheibenwischer bitte auf. Ich glaube, wir können die auf langsam stellen. So, hat es geklappt? Ja. Ja. Hat es, PZB funktioniert. Dann AFB werden wir auslassen. Die ist nämlich nach wie vor recht verbuggt. Dann Hauptschalter rein. Jawohl, Hauptschalter ist auf an. Dann Bremse lösen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir jetzt fahren. Okay. So. Dann dürfen wir mit 40 ausfahren, dann befreien wir uns direkt.
ordentlich Gewitter heute, ne? So, 40 sind erreicht. Und ab da vorne können wir dann, glaube ich, 60 fahren, ne? 120 sogar. Natürlich erst, wenn unser kompletter Zugverband drüber ist. Also eine richtig, richtig schlimme Bedingungen, zu denen wir unterwegs sind. So, dann dürfen wir jetzt einmal hoch mit der Geschwindigkeit. Schon mal auf 90 und danach auf 100. Das ist unsere Vmax, unsere Zugart. 100 km/h, mehr dürfen wir nicht. Es ist recht früh am Morgen, 6.15 Uhr, heißt also, es wird ein bisschen heller. Aber ob das so einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. So, jetzt können wir auch direkt auf die 100 hoch. Ich würde sagen, gute Leistung rein. Wir wollen ja nicht trödeln. Okay, das war ein bisschen zu viel Leistung. Da sind wir schon gerade eben in den Radschlupf gekommen. Hier vorne ist doch irgendwo noch ein Bahnübergang, oder? Nicht ganz, dann würde ich mal sagen, stellen wir uns mal hier hin und betrachten unseren Zug bei der Vorbeifahrt. Zwangsbremsung. Na, komm schon. Na, löst dich. Also kleine Zwangsbetriebsbremsung, die waren ein wenig zu schnell. Über die 105 km/h. Jetzt müssen halt noch die Bremsen komplett gelöst werden. Wir werden immer noch langsamer. Okay, jetzt werden wir wieder schneller. Das ist halt das Problem mit der Außenansicht, ne? Sagte er und geht direkt wieder in die Außenansicht.
Aber so schnell werden wir jetzt nicht mehr die 105 km/h erreichen, würde ich mal behaupten. Je, habt ihr es da gerade gesehen? Das war ein langer Zug. So ist noch ein bisschen angenehmer, oder? Wenn das Licht aus ist. Also ich sehe zwar jetzt gar nicht mehr so die Instrumente, aber hat was sehr Angenehmes. Ja, das Frequent können wir uns jetzt gar nicht so richtig angucken bei den Witterungsbedingungen. Aber mal schauen, vielleicht fahren wir nicht ganz durch bis Dresden, sondern halten irgendwo anders und beenden die Fahrt und dann können wir uns vorher noch die Lackierung noch en Detail angucken. Wie gesagt, im Railsimforum erhältlich und im Creators Club heißt also auch für die Konsole. Und die Mod, ne, die Wettermod, die Gewittermod, ich verlinke sie nochmal in der Videobeschreibung. Auch im Railsim Forum und bei Trainsim Community. Okay, 100 sind fast erreicht. Hier vorne der Bahnsteig von Nünkritz. Ein bisschen hier Fotos machen zwischendurch. 98. Und ein bisschen die Leistung zurück, dann müssten wir eigentlich die Geschwindigkeit halten können. Anders als bei der Fahrt auf München-Augsburg sieht man hier jetzt tatsächlich auch was, ne? Da war ja alles komplett schwarz auf der Fahrt. Jetzt doch noch mal etwas andere Uhrzeit ausgewählt. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Und es sieht unglaublich realistisch aus, finde ich. Also die ganzen hier, ne, dieses ganz dichte, vernebelte, zwischendurch die hellen Lichtblitze. Richtig gut, richtig gut. Hut ab. Ich hoffe, dass DTG die Funktion selbst noch irgendwann reinbringt. Für den TSW. Würde mir sehr gefallen. Keine Sorge, die nächste Fahrt ist dann wieder bei gutem Wetter.
So, das war weiß ich, ehemaliger Bahnsteig. Mittlerweile kein Haltepunkt mehr. Hab gar nicht geguckt, ob hinten nicht Zugschlusstafeln dran sind. Ich glaube, das sehen wir gar nicht, oder? Ah doch. Da sind sie. Wie gefällt euch so hier die Mod, die Wettermod, die Gewittermod? Mir gefällt sie auf jeden Fall sehr. Ja, was an dieser Stelle anzusprechen wäre, ist auch, dass der Release von Luzern-Sursee, zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, auch nicht mehr allzu weit entfernt ist. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, gespannt auf die eigenen Eindrücke, gespannt darauf, wie das da so aussieht, wie es ist, im Flirt unterwegs zu sein. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ja, also solange wir hier mehr oder weniger am Flachen unterwegs sind, können wir die Geschwindigkeit gerade recht gut halten. Brauchen wir gar keine AFB für. Die ist wie gesagt nach wie vor unglaublich verbuggt. Da hat Skyhawk selbst nach, weiß ich nicht, 6 Monaten oder sowas ist es jetzt her, der Release. Okay, vielleicht nicht ganz so lange, aber 4 Monate vielleicht. 3, 4, so. Immer noch kein Patch, kein Update, nichts. Die gleichen schlechten Sounds, die gleiche Fahrphysik, verbuggte AFB, verbuggte LZB. Der einzige Grund, weshalb wir hier noch halbwegs gute Sounds haben, aber das ist halbwegs gute, sondern richtig gute Sounds haben, ist halt aufgrund der Community Mods. Und das auch nur für den PC, so. Die an der Konsole haben immer noch die schlechten 185er Sounds. Und das finde ich echt uncool von Skyhawk. Ich habe ja auch häufiger erzählt, dass ich tatsächlich, nachdem ich da damals die 185 gekauft, die 187, Freudscher Versprecher, pardon, 187 gekauft habe, oh, jetzt hier nicht wieder eine Zwangsbremsung reinhauen. Nachdem ich die 187er gekauft habe, habe ich sie im Grunde genommen direkt danach zurückgegeben. Aber die blieb ja noch recht lange auf meiner Festplatte. Ne, wurde aus irgendeinem Grund nicht aus meiner Steam-Galerie rausgelöscht. Dann habe ich irgendwann beim TSW alles nochmal neu installiert und dann war sie weg, die 187. Erst habe ich sie mir tatsächlich im aktuellen March Madness Sale geholt, weil ich mir dachte, er kommt für den Preis. Ist die Lok ja an sich ganz okay. Also ist ja ein schickes 3D-Modell so, mit den Mods wirklich gut fahrbar, spielbar und es bringt halt echt Abwechslung in den Güterverkehr rein, der sonst nur ganz, ganz stark von 185ern dominiert ist im TSW. So, und dafür, dass man dann so als KI die Lok immer mal wieder sieht oder auch hin und wieder selbst mit herumfährt, ist sie eigentlich ganz gut. Ja, Sounds unterirdisch, Funktionalität ziemlich basisorientiert. Aber jetzt hier im Rabatt habe ich dann doch nochmal zugeschlagen. Und ich finde, für den Preis war sie dann, ist sie dann jetzt okay. Also klar, nach wie vor ist es absolutes Muss, dass sie noch irgendwann ein Update liefern für die Lok. Aber wenn man im PC ist mit den Mods, dann ist es okay.
So, es geht bergab. Und wir sind wieder auf der Ebene. Dann rollen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Bisschen Leistung wieder rein. Wir wollen ja nicht zu langsam werden. Nehmen wir mal 80 Kilonewton. Das ist, glaube ich, in Ordnung. 120er Ankündigung. Braucht uns nicht zu interessieren. Nehmen noch ein bisschen mehr Power. Nämlich dann 23 kN pro Fahrmotor. Gehen wir wieder auf die 20 kN. Wir haben 4 Fahrmotoren. Sieht man, gibt es hier so eine Art Fahrmotoransicht? Da. Da sehen wir 20, 20, 20, 20. Ergibt insgesamt 80. Hier das Summenzeichen, ne, dieses I. Also sprich die Gesamtsumme aus Fahrmotor 1, 2, 3 und 4. Ergibt 80. Was haben wir hier? Ja, also eigentlich müsste okay, interessant, dass hier 0 kN steht. Hier unten, das ist der Verbrauch in Kilowattstunden, also theoretisch muss dann stehen, wie viel wir hier in diesem blauen verbraucht haben und in dem gelben, wie viel wir zurückgespeist haben durchs Bremsen oder durch einfach nur Rollen. Aber leider ist diese Funktionalität im TSW in keiner Lok bisher mit drin. Ich hoffe, dass das noch irgendwann kommt. Wenn man so viel mehr darauf dann achten würde, tatsächlich Anführungszeichen verbrauchsarm zu fahren. Überlegt die ganze Zeit, ob wir nicht doch vielleicht die PZP-Art hochstellen könnten. Auf M können wir ein bisschen schneller fahren. Aber ich
Ich glaube, unser Zug ist so lang. Nein, 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 nein. Keine Geschwindigkeitsüberschreitung. Los, runter, 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 runter. Na los, brems. Puh, Glück gehabt. Ja, ne? Denn dann bekommen wir ganz schnell Zwangsbremsung. Aber ich glaube andererseits, unser Zug ist halt so lang und so schwer. Da ist wohl für die eine Lok, die wir haben, die untere Zugart sicher angemessen. Habt natürlich keine Ahnung von den Bremshundertsteln und so. Daraus ergibt sich ja, glaube ich, die Zugart, ne? Die Bremshundertstel. Da müsst ihr jemanden fragen, der davon Ahnung hat. Ich kann euch höchstens sagen, dass das hier ein Summenzeichen ist und das für Kilonewton steht. Aber das war es dann auch mit meiner Expertise. Was ich ganz cool fände, wäre, wenn es eine Mod gäbe, die hier den Ebola-Fahrplan in irgendeiner Form ja, vielleicht nicht unbedingt brauchbar macht, aber dass da zumindest so eine Textur drauf gepackt wird, fände ich eigentlich ganz cool. Finde ich immer noch besser, als wenn es komplett leer ist. Also meinetwegen, ja, die Strecke, die Lok wurde ja für Köln-Aachen veröffentlicht, meinetwegen irgend so ein random Ebola aus dem Großraum Köln. Da war die Oberleitung immer sehr, sehr. Ja, also der Höhenunterschied, den die Oberleitung innerhalb so kurzer Distanz zurückgelegt hat, war unrealistisch viel, glaube ich. Ich versuche noch die Bremskraft zu finden, die die Geschwindigkeit hält. Bei aktueller negativer Steigung. Auch genannt Gefälle, würde vielleicht ein normaler Mensch dazu sagen. Okay, da vorne ist eine Geschwindigkeitsankündigung auf 130. Okay. Interessiert mich nicht. Ein bisschen wenig Verkehr, der uns bisher entgegengekommen ist, ne? Weil jetzt gleich hier in Dresden wird es schon ein bisschen, wird jetzt ein bisschen mehr los sein, definitiv.
auch schön, oder? Die Animationen. Jetzt ist es auch nicht viel zu leise. Wobei an Radebeul Zitschewik. Und da kommt der RE. Und vom Blitz getroffen. Okay, ein bisschen Geschwindigkeit wieder hoch. Und hier vorbei an. Na. Kötschen, Bruder. So, ein bisschen Leistung wieder zurück. Ist das die Sonne? Ist das der Mond? Ist das der Mars? Ist das der Merkur? Ist das irgendein anderer Planet? Ist das die Altstadt von Dresden? Ist das eine atomare Explosion? Je ne sais pas. Radebeul Weintraube. Ja, ist das eine Weintraube? Wer weiß, wer weiß. Da vorne waren das gerade. Ah, ich komme da nicht rüber. Doch. Ich dachte kurz, ich hätte hier irgendwo Gleise. Doch, hier sind tatsächlich Gleise. Hoffen wir mal, dass unser Zug, na, dem geht's gut. Wo führen denn diese Gleise bitte hin? Mitten durch die Stadt? Aha. Ach, das sind die Schmalspurgleise, ne? Ah, schau an, schau an. Oh oh. Das war schon wieder knapp. Also hier vorne, das ist Schmalspur, ne? Ne, das ist Normalspur. Normalspur, Normalspur.
So, den überholen wir jetzt gleich fliegend. Und da eine 185. Von der MRCI. MRCI steht für Mitsui Rail irgendwas, irgendwas. Ja, bestens vorbereitet. Schau an, 401 Minuten, das habe ich gesehen. Ah. Ach so, ich habe was nicht bestätigt. Oh. Ah, verdammt. Bremsen lösen sich. Also irgendwie. Doch jetzt.
Ah. Okay, also 29 fahren wir definitiv gerade nicht. Ah, das passt schon eher. Okay, wir haben uns befreit und gehen mal hoch auf die, ja, auf 80 maximal. In den sehr farblosen Sonnenaufgang hinein. Interessant ist auf jeden Fall, dass man die Sonne trotz der dichten Bewölkung überhaupt sehen kann. Ab hier gelten dann die 80. So, da ist der RE oder die S-Bahn, die uns gerade überholt hat. S1 nach Bad Schandau in der 143. So, einmal durch Dresden-Neustadt, den durchgeballert. Und können wir mal kurz den Scheibenwischer ausstellen. Das ist ein bisschen sehr schnell. Da, langsam. Ja, jetzt wird es FPS-technisch wieder ein bisschen am zuppeln und zucken. In der Altstadt sah man heute dann auch nichts. Da noch eine S-Bahn. Und das ist die Ankündigung auf 60. So, schnell runter auf unter 55. Na? Können wir uns nicht befreien? Anscheinend nicht.
Jetzt. Dann wieder hoch auf die 60. Und in 1,5 Kilometern sind wir da. Ich bedanke mich schon mal jetzt ganz herzlich für alle, die es bis hierhin ausgehalten haben. Okay, halt zu erwarten. Achso, schnell runter auf unter 55. Kriegen wir nur mit der E-Bremse hin. Genau. Und im Sonnenaufgang über Dresden, einer Stadt, die ja sehr, sehr sehenswürdig ist, sehr schön ist. Und ein recht großes Nazi-Problem hat, verabschiede ich mich von euch. Während hier dieser Zug noch auf den letzten Metern zum Halt gebracht wird. Wir sind angekommen in Dresden Hauptbahnhof. Lösen wir einmal die Bremse. Was haben wir da rumstehen? 185 und 143, glaube ich. Vorsignalwiederholer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.